Hallo und willkommen bei FairTube. Ja, eigentlich wollten wir heute in Berlin sein für die ersten Gespräche mit Google und YouTube. Aber wie ihr seht, sind wir wieder in Frankfurt bei der IG Metall. Und woran das liegt, das erklären wir euch heute. Vor dem Termin hatten wir mehrfach mit Google Kontakt, um die Details unseres Treffens zu besprechen. Das letzte Telefonat dazu hat am Donnerstag vergangener Woche stattgefunden. Ich wollte unsere Teilnehmerliste abklären. Google hat bestätigt, dass ich selber und meine Kollegin Vanessa Barth teilnehmen. Zur Teilnahme von Jörg Sprave kam ein hartes Nein. Google hat gesagt, er sei nicht repräsentativ für die YouTuber. Er habe seine eigenen Kontakte zu YouTube, um über seine Probleme zu sprechen. Ich habe gefragt, was denn repräsentativer sei als eine Gemeinschaft von inzwischen 24.500 Menschen. Ich habe darauf hingewiesen, dass es bei unserem Gespräch ja nicht darum gehen würde, die persönlichen Schwierigkeiten von Jörg Sprave zu diskutieren, sondern dass es um die Probleme geht, die ganz viele YouTuber haben. Auch mein Vorschlag, einen anderen YouTuber zuzulassen, wurde abgelehnt. Das Telefonat ging noch etwas hin und her, aber Google ist hart geblieben. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss das die Community entscheiden. Demokratie und Beteiligung sind uns wichtig und deshalb haben wir den Poll gestartet. Ja, das war wirklich unerwartet, zeigt aber auch, dass YouTube Angst vor uns hat. Dabei ist das vollkommen unbegründet, denn wir hatten uns auf konstruktive und vernünftige Gespräche vorbereitet und gefreut. Aber warum sonst sollte ausdrücklich kein YouTuber bei dem Gespräch dabei sein dürfen? Wie Christiane schon richtig gesagt hat, wir mussten uns entscheiden. Senden wir jetzt eine Delegation ohne YouTuber nach Berlin oder sagen wir das ab? Ich habe dann am Donnerstagnachmittag eine Umfrage in die Gruppe gepostet. Jedes Mitglied durfte frei entscheiden und hatte natürlich sogar eigene Optionen hinzufügen dürfen. Das Ergebnis: Um 10 Uhr am Freitagmorgen waren über 2.400 Stimmen zusammengekommen. Und circa 70 Prozent waren dafür, den Termin abzusagen. Ein ganz klares Ergebnis. Wir haben Google. YouTube noch am Freitag informiert, dass wir den Termin nicht wahrnehmen. Ich bin immer noch sauer und enttäuscht über das Verhalten von Google. Ohne die YouTubers Union und das Ultimatum hätte es doch gar keinen Termin gegeben. Und ich bin auch überrascht, dass Google nicht authentisch die Position der YouTuber hören will. Google hat zwar den Anspruch, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es die Informationen der Welt allgemein zugänglich macht, aber das gilt offensichtlich nicht für die Creators. Dabei sind die doch genau die Erfolgsgrundlage für YouTube. Anstatt die Creator auf Augenhöhe an der Entwicklung der Plattform zu beteiligen, schlägt YouTube ihnen die Tür vor der Nase zu. Und das ist alles andere als guter Stil. Das hat mit Dialog nichts zu tun. Google ist ein digitaler Dinosaurier. Sie haben die Technik aus dem 21. Jahrhundert. Aber die Managementmethoden sind eher aus dem 19. Jahrhundert. Ja, das bedeutet jetzt für uns, wir starten mit allen angekündigten Maßnahmen. Schon in einigen Tagen wird unsere erste Community-Aktion beginnen. Und das bedeutet, wir brauchen eure Hilfe. Es gilt, YouTube zu zeigen, wie sauer wir auf sie sind und dass wir uns so eine Verhaltensweise einfach nicht bieten lassen. Wir haben auch juristische Hebel. Erstens sind wir der Auffassung, dass zumindest ein Teil der Creators in Wirklichkeit keine Selbstständigen oder Solo-Selbstständigen sind, sondern Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Das werden wir gerichtlich überprüfen lassen. Zweitens gibt es zumindest für die Europäerinnen und Europäer die Europäische Datenschutzgrundverordnung. In dieser DSGVO stehen unter anderem zwei Rechte drin. Das Recht auf Auskunft und das Recht, falsche Daten zu korrigieren. Und bei den Klassifizierungen der Videos, die auf YouTube eingestellt worden sind, handelt es sich um personenbezogene Daten. Hier sind unsere ersten Vorbereitungen bereits weit gediehen. Wir bereiten eine erste Klage vor. Zusätzlich werden wir jedem und jeder, der oder die eine eigene DSGVO-Anfrage starten möchte, eine Anleitung zur Verfügung stellen. So, das war's für heute. Bitte bleibt unbedingt am Ball, checkt regelmäßig die Postings auf der Facebook-Seite der YouTubers Union. Und auch auf der Fairtube-Webseite. Danke und bye bye.